So, hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Habe ich so noch nicht irgendwo gefunden. Und zwar geht es darum, welche die beste Dip-Variante ist. Ja, Dips, eine der sicherlich bekanntesten Körperübungen, Körperertüchtigungsübungen, gerade draußen auf Spielplätzen, Trimm-Dich-Pfaden, ist das so eine der Übungen, die man immer wieder machen kann. Am Reck, überall da, wo zwei Stangen nebeneinander sind, machen die Leute Dips. Eine berühmte Schwarzenegger-Übung ebenfalls, der hat sie sehr häufig gemacht. Wird hauptsächlich für den Trizeps eingesetzt, kann aber auch mit einer leichten Variation mit für die Brust eingesetzt werden. So oder so hat beides damit zu tun, wobei wir die Brust viel rausnehmen können, den Trizeps definitiv nicht, selbst wenn wir die Brustvariante davon machen, denn strecken müsst ihr die Arme immer. Ich zeige euch heute die verschiedenen Varianten, die es gibt, worauf ihr dabei achten müsst, was die Vorteile und vielleicht Nachteile sind, das heißt auch die Maschinenvarianten davon. Und es gibt zwei Boni dazu. Der eine ist, was eine blöde Variante ist, die ihr nicht machen solltet, definitiv streichen, während die anderen sich alle nur irgendwie unterscheiden. Sucht euch da aus und achtet mal drauf. Und die definitiv beste Variante, die aber kaum jemand macht. Starten tun wir mal mit der Königsdisziplin darunter, beziehungsweise der Ursprungsvariante. Zwei Stangen ganz simpel nebeneinander. In einer Gerätschaft seht ihr das meistens kombiniert hier mit dem Bauchmuskelanteil, wenn man sich hier andersrum reinsetzt, fürs Beinheben, aber mit den beiden Stangen definitiv für die Dips. Geht hier hoch in die Ausgangsposition, Oberkörper gerade, Beine möglichst nach unten, dann geht es mehr auf den Trizeps, weil ihr gerade bleibt. Und da seht ihr schon, ihr führt tendenziell die Arme hinter euren Körper. Das kann für die Schultern belastend sein. Das ist nur eine Warnung. Wenn ihr die Schultern gut gedehnt habt und keine Probleme habt, gibt es keinen großen Grund, vor dieser Übung Angst zu haben. Aber die Schulter wird stark überdehnt und nach hinten gerissen und verzogen. Und deswegen sollte man aufpassen. Gerade die unter euch, die sich dann den Herausforderungen widmen und auch noch mit dem Gürtel viel Gewichte dran tun. Das habe ich auch mal gemacht, mit 60 Kilo auch noch unten dran. Das war schon eine ganze Menge. Jetzt habe ich zu viel Angst um meine Schulter. Deswegen, Leute, die von euch schon etwas älter sind, grundsätzlich Probleme mit der Regeneration haben oder Schulterprobleme, lasst die Schultern nicht zu weit nach hinten und dann vor allem zu weit runtergehen. Dann bleibt weiter oben. Eine andere Variante wäre es, wenn ihr mehr auf die Brust geht, die Beine mehr anzuheben, in Schräglage zu kommen, Schultern mehr nach vorne zu führen, unten schauen und dann geht es mehr auf die Brust. Das sind die Varianten, wie ihr das hier dran machen könnt. Und ja, da müsst ihr vor allem ein Gefühl für finden, wie tief ihr runtergeht und wie ihr das machen wollt. Grundsätzlich auch noch, bitte aufpassen, ihr könnt hier auf diese Stufen steigen. Was ich bei den meisten sehe, ist, dass sie hier erstmal hochspringen und dann hier sich auffangen. Lasst das. Fangt direkt mit der Kraftleistung an. Dieses Hochspringen, da muss eure Schulter mit einem Mal euer Gewicht oben abfangen. Wer macht denn sowas? Das macht ihr auch bei keiner anderen Übung. Geht hier ganz langsam raus hervor, ihr steht hier und lasst jetzt einfach die Beine los und ihr seht, jetzt fange ich sofort mit der Kraftleistung an. Kein Hüpfer, grundsätzlich nicht. Und jetzt gehen wir mal zu den Variationen. Hier seht ihr eine Variation, wo die beiden Stangen aufeinander zulaufen, auf einen Punkt. Die sind also schräg versetzt. Was könnte es damit auf sich haben und wofür sind die gut? Die könnt ihr in zwei Varianten benutzen. Einmal noch mehr für den Trizeps und noch mehr für die Brust. Vor allem entdeckt habe ich erstmal den Vorzug davon, als ich mal irgendwann auf einer Terrasse bei jemandem, ich weiß nicht mehr, ob es ein Hotel war oder eine Person, ein typisches Geländer hatte, das im rechten Winkel einander zuläuft und dazwischen gegriffen habe und da Dips gemacht habe. Und ganz plötzlich habe ich es auf der Brust gespürt wie noch nie zuvor. Und genau das ist der große Vorteil. Wenn ihr das jetzt für die Brust machen wollt, dann greift ihr hier und schaut dorthin, wo sie zusammenlaufen. Heißt in diesem Fall hier, denn hier laufen sie zusammen. Der Vorteil, weil ihr jetzt schräg greifen müsst, müsst ihr automatisch ein wenig nach vorne kommen mit den Schultern. Und dadurch kommt ihr besser in die Brust rein, weil ihr jetzt weiter nach vorne verlagert seid. Also so, in dieser Variation, kommt ihr viel
besser auf die Brust. Umgekehrt, ihr habt es richtig erraten, wenn ihr euch jetzt umdreht und das so rum macht, kommt ihr mit den Armen weiter nach hinten. Und die Ellbogen zeigen mehr zu eurem Körper. Und darin liegt das Geheimnis, weil die Ellbogen mehr an eurem Körper sind, geht es dann auch wieder noch mehr auf den Trizeps. Also, eine schöne Variation, probiert sie mal aus. Wer sowas irgendwo hat, diese kann man auch leicht irgendwo improvisieren. Und damit kommen wir auch schon zum ersten Bonustipp, die No-Go-Variante. Die Variante, die ich nie verstanden habe, weil von Anfang an es sich einfach nicht gut anfühlte und trotzdem so bekannt ist und es so viele machen. Vor allem gerne gesehen von Fitnesstrainern und Leuten, die sich auskennen, wenn dann im Fitnessstudio Menschen da sind, die sich noch eine Kurzhantel dazwischen tun oder wirklich Hantelscheiben oben drauf legen. Dann haben wir wieder was für Gymfail Nation. Ihr werdet es schon ahnen, die Dips an der Bank mit dem Körper. Ja, es ist etwas leichter für diejenigen, die keine ganzen Dips schaffen, weil ihr die Füße aufdreht, aber warum ist das eine No-Go-Übung? Zum einen fängt es schon an mit der Haltung. Ähnlich wie beim Liegestütz habt ihr hier eine sehr ungesunde Haltung für die Handgelenke. Diese sind nämlich im rechten Winkel, die ganze Belastung geht hier unten drauf und wer von euch schon einiges wiegt und dann auch noch ein paar Platten oben drauf tut, oh, das kann böse enden. Und man merkt es meistens erst, wenn es zu spät ist. Auch da draußen gibt es Leute, denen das gar nichts macht. Mir macht es sofort etwas. Mache ich auch mal nur 100 Liegestütze, normal mit den Händen, dann spüre ich das schon für Wochen, wenn ich Pech habe, Monate und meine Handgelenke sind kaputt. Das nächste ist, dass ihr automatisch, damit ihr mit eurem Hintern an der Bank vorbeikommt, sehr weit zurück müsst. Und auch hier den Oberkörper nicht richtig gerade halten könnt und einfach ein wenig eingeschränkt seid von der Bewegung. Die Bewegungsamplitude ist nicht ganz so groß und ihr seid so weit hinten, dass es auch wiederum für die Schultern nicht so gut ist. Also keine großen Vorzüge, keine große Range of Motion, kein großes Gewicht, außer ihr balanciert dann auch noch Gewichtsscheiben oder sonst irgendetwas. Einfach nur völlig für den Sack die Übung. Nicht machen. Dies hier ist eine wahrhaft großartige Maschine. Wer das Glück hat, in einem Fitnessstudio zu sein, in dem sie sich befindet, der sollte sie doch mal ausprobieren. Diese hat den größten Variationsspielraum von all den Dips-Varianten, die es gibt. Zum alleine schon dadurch, dass ihr hier so lange Griffe habt. Das bedeutet nämlich, dass ihr recht weit hinten greifen könnt und hier runterdrücken. Für viele, Achtung, kann auch gefährlich werden, wenn ihr schon Schulterprobleme habt und diese auch gar nicht erst bekommen wollt. Hier ist nämlich genau die gefährliche Zone, weil eure Schultern in eine wirklich unangenehme, verrenkte Position kommen. Aber ihr könnt sehr weit hinter dem Körper arbeiten, alleine schon hier. Und natürlich könnt ihr auch weiter vorne greifen und hier runterdrücken. Also so, wie es euch gefällt, seitlich greifen. Ihr könnt das Ganze sogar so machen, dass ihr euch umgedreht hinsetzt und das von hier aus macht. Welchen Sinn hat das? So, manch einer mag jetzt denken, ist doch das Gleiche. Nein, denn da ist das Kugelgelenk. Zum einen drückt ihr mal ein bisschen mehr nach vorne. Das andere ist, da drückt ihr mehr nach hinten. Dann habt ihr noch die nächste Variation. Enger und breiter. Auch gar nicht mal so schlecht. Und jetzt kommt der Superclou dieser Maschine. Ihr könnt umstellen auf die unilaterale Variante, wo ihr die getrennt voneinander auch noch bewegt. Und das hier spätestens ist bei Dips einzigartig. Denn wenn ihr vor allem Dips herkömmlich macht, irgendwo euch aufstützen mit dem Körpergewicht arbeitet, habt ihr immer die Variante, wo ihr beide Arme benutzt. Hier habt ihr einmal diese seltene Möglichkeit, das getrennt voneinander zu benutzen. Natürlich nicht so, wie ich es jetzt zeige, aber das ist gut. Außerdem ist sie plate loaded, heißt, ihr könnt richtig viel Gewicht draufladen und euch hier schön einklemmen. Super Variante. So, das hier kennt ihr spätestens alle. Das ist wieder der Klassiker unter den Maschinen. Gibt es in ein paar verschiedenen Varianten, teilweise mit einem Gürtel, dass man sich auch noch unten halten kann. Aber im Prinzip sind ungefähr alle von der Hebelwirkung gleich. Interessant hier bei dieser Gym 80 Variante ist, dass man hier eine Mischung hat, und das ist kein Nachteil, aus engem Bankdrücken, was ja auch für den Trizeps eine der Grundübungen ist, und Dips, weil man tendenziell nach vorne etwas drückt. Erinnert euch, bei den anderen, gerade auch bei den normalen Dips, wo ihr mit dem Körpergewicht arbeitet, geht alles neben den Körper oder sogar hinter den Körper. Hier seid ihr vom Bewegungsradius, seht ihr das, leicht davor.
Das heißt, natürlich ist man jetzt, läuft dann Gefahr, dass Leute sich nach vorne beugen und viel die Brust mittrainieren. Die ist nämlich eindeutig viel mehr dabei, als wenn ihr die Arme hinten habt. Solltet ihr aber hier den Fehler eben nicht machen, greift ein bisschen weiter unten, Brust richtig raus, Schulter nach hinten und nach unten und drückt hier raus. Vor allem sorgt dafür, dass die Ellbogen vielleicht mal eng an dem Körper dranbleiben, dass ihr eher tendenziell sie hier unten zusammendrückt, an den Körper noch mit ran. Ja, das ist ungefähr so eine Bewegung, eine gedachte Bewegung. Ich versuche eng dran zu bleiben und noch enger ranzukommen. Eng dran zu bleiben, noch enger ranzukommen. Indem ich die Brust raussetze und die Schultern hinten lasse, habe ich jetzt die Brust gar nicht mehr so stark drin, wie wenn ich mich natürlich nach vorne beuge. Also Schultern nach hinten und nach unten. Und dann hier ist das eine schöne Variation, wo ihr vor allem auch wieder Gewicht drauflegen könnt. Problem wird es nur dann, wenn ihr natürlich von dem Gewicht nach oben gedrückt wird. So, nach diesem Rundflug ganz zum Schluss nun zu dem Bonustipp. Gleichzeitig auch die letzte Variante, die aber so selten ist, dass man es durchaus als Bonus bezeichnen kann. Und hier gibt es etwas ganz Spezielles, warum es die beste Variante ist. Und zwar das an Seilen zu machen, an Ringen zu machen oder wie hier, ich habe mir was vorbereitet hier in dem Cage mit einem TRX-Band. Egal was, ihr wisst, worum es geht darum, dass hier auf einmal die Enden lose sind und ihr die auch noch zusammenhalten müsst und ausbalancieren müsst mit euren Hilfsmuskeln. Und da haben wir auch schon das erste Argument, ihr benutzt eine ganze Menge Hilfsmuskulatur. Das ist immer dann, wenn wir von vor allem Maschinenübungen, die einen vorgefertigten Bewegungsradius haben, hingehen über Kabelzug, die schon freier sind, zu wirklich freien Gewichten. Umso mehr, umso freier die ganze Bewegung ist, desto mehr müsst ihr ausbalancieren. Und ausbalancieren tut ihr mit vielen kleinen Hilfsmuskeln und müsst auch die Koordination reinkriegen. Dadurch seid ihr nicht so fokussiert vielleicht auf den einen großen Muskel. Dafür sind Maschinen gut. Es ist kein reiner Vorteil von Maschinen, sage ich gar nicht. Aber es ist einfach was anderes. Aber die ganzen Hilfsmuskeln werden mit aktiviert. Und bei dieser Übung gibt es etwas Spezielles. Und jetzt werde ich es dir erstmal zeigen. In der Zeit habt ihr noch die Möglichkeit zu erraten, was der große Bonus bei dieser Variante ist. Wer es von euch rausfindet, seid ganz ehrlich, schreibt es in die Kommentare. Nicht, wenn ich es euch gesagt habe. Also, hier gilt ganz besonders, was die meisten jetzt machen würden. Denn ihr seht, ich bin ein bisschen zu kurz. Die meisten würden jetzt hochspringen. Wirklich gefährlich für die Schultern. Und ich denke mir einfach, wer es nicht ohne springen kann, der gehört einfach nicht dazu. So wie die Leute, die sich mit Kurzhanteln abrackern, die eigentlich nicht hochbekommen und dabei Hilfe brauchen, um dann Bankdrücken machen zu können. Lasst es. Also auch hier, konzentrieren, in die Ausgangslage bringen und hoch. So, ihr werdet es kaum glauben, aber meine Speicherkarte war voll, jetzt muss ich so weitermachen und ich hoffe, die Qualität ist nicht zu schlecht, sonst kann ich es euch nicht zumuten. Also, ich habe gerade 10 Minuten ins Leere gequatscht und diese Übung beendet. Zum einen springt auch hier am Anfang nicht hoch. Ja, gerade hier ganz gefährlich, weil man so kurz ist, hüpfen die meisten hoch und das wollen wir gar nicht. Einfach ganz normal starten, konzentrieren und hoch damit. Dann könnt ihr anfangen. So, und jetzt an all diejenigen da draußen, die fleißig mitgeraten haben, vielleicht sogar in den Kommentaren. Was ist hier nun der große Bonus, den es bei keiner anderen Dip-Variante gibt und warum ich es für die beste Übung halte? Nun ja, ein Hinweis darauf ist das, was ich schon einmal erwähnt habe, die vielen kleinen Hilfsmuskeln. Umso mehr ihr von vorgefertigten Maschinen, das heißt, die einen vorgefertigten Bewegungsradius haben, über Kabelzüge, die schon freier sind, hin zu freien Gewichten geht, desto mehr Hilfsmuskeln werden aktiviert. Hilfsmuskeln sind die vielen kleinen Muskeln irgendwo dazwischen, nenne ich sie jetzt mal, die dafür sorgen, dass ihr etwas ausbalancieren müsst. In der Maschine habt ihr das nicht, da könnt ihr, und deswegen ist das auch kein richtiger Nachteil, es kann sogar ein Vorteil sein, euch fokussieren auf einen Muskel. Nichts ausbalancieren, keine Konzentration, nichts dergleichen.
Umso mehr ihr dann zu den freien Gewichten geht, desto eher müsst ihr irgendwie diese auch handeln und in diese Position bringen und vielleicht halten, damit sie nicht hinten überfallen und so weiter. Das hat aber auch Vorteile, weil diese Hilfsmuskeln aktiviert werden, trainiert werden und es wäre schade, wenn wir sie nicht haben. Das macht euch meistens ein Stück athletischer. Und genau die sind hier natürlich zuhauf mit drin und aktiviert. Und das ist etwas ganz Besonderes bei dieser Übung, wenn ihr diese lernt. Am Anfang, selbst wenn ihr noch so stark seid, aber die zum ersten Mal macht, werdet ihr unglaublich zittern. Ihr werdet selbst völlig fassungslos da sein, dass ihr so zittert, denn Dips könnt ihr, ihr macht vielleicht 40 Stück, aber hier, und genau das ist es eben, dass ihr da so durchdreht und eure Muskeln so zittern, hier braucht ihr die Hilfsmuskeln, die sonst nicht trainiert wurden. Und diese Koordination zu lernen, ist echt eine tolle Herausforderung. Ich verspreche euch, wenn ihr dann anfangt und das zum ersten Mal so zittrig habt, dass ihr vielleicht nicht einen schafft oder dass es einfach ziemlich albern aussieht, dann werdet ihr, wenn ihr das Woche für Woche für Woche macht und euren Trainingsplan integriert, irgendwann sehr schnell merken, wie auf einmal nicht mehr zittert, wie alles ganz glatt geht. Und das ist ein Hammererfolg. Das macht richtig Spaß zu sehen, wie der Körper sich daran gewöhnt. Und dann ist natürlich auch das Tolle, wenn ihr dann wiederum nach 6, 8 oder 10 Wochen, wenn ihr es drauf habt, anderen die Übung zeigt und die dann so richtig abzittern, während ihr die Aal glatt macht. Hammer! Genau den Kontrast wollen wir. Jetzt kommen wir aber zu dem Hauptargument, das damit zu tun hat. Der Trizeps hat 2 große Aufgaben, die er erfüllen muss als Muskel. Mehr zu diesen Aufgaben von Bizeps und Trizepsmuskulatur findet ihr übrigens im Armbooster. Findet ihr auch hier, schaut euch die Serie an, alles zu Armen, Anatomie, warum man sie wie trainiert und wie man darauf eingeht. Hier ein kleiner Auszug davon, der Trizeps ist zum einen das Offensichtliche, was ihr alle kennt, dafür da, den Arm zu strecken, den Unterarm quasi nach unten, nach hinten zu führen und den Arm in die Streckung zu bringen. Egal ob vor dem Körper, über dem Körper, hinter dem Körper, seitlich vom Körper, alles was den Arm streckt, ist der Trizeps. Hat aber noch eine zweite Funktion, vor allem der lange Kopf, innen. Und zwar die Oberarme in der Adduktion an den Körper zu führen, hier heranzuführen. Das wird kaum bei irgendeiner Übung wirklich mitbeachtet. Und hier schon. Bei den festen Stangen, da könnt ihr nicht zur Seite rutschen. Hier schon. Wenn ihr diese Muskeln nämlich nicht mitaktiviert, dann würde Folgendes passieren. Ihr lehnt euch hier rein und wenn das Gewicht, wenn ihr einfach die Muskulatur nicht nach innen drückt, so ein bisschen, fällt das einfach zur Seite und ihr fallt unten durch. Also müsst ihr die immer so ein bisschen ranhalten. Und genau das aktiviert durchgehend den langen Kopf des Trizeps und dann müsst ihr noch zusätzlich in die Streckung gehen. Genial! Wahnsinn! Probiert's aus, führt sie mit ein, das macht euch athletischer, das macht euch stärker, das fördert eure Hilfsmuskulatur, das bringt die Koordination richtig raus und der Trizeps wächst. So, wem das gefallen hat, Daumen hoch. 2 Daumen kann man nicht hochlassen. Ich weiß, ihr würdet gerne, weil das hier so einzigartig war. Ansonsten abonniert den Kanal und durchstöbert ihn auch mal, da findet ihr mehr solcher wirklich brillanten Tipps. Und nun ja, das war's jetzt auch schon von mir. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.